Der VfC Wiesbaden dreht nach zwei verlorenen Sätzen die Partie und gewinnt in der Halle am Platz der Deutschen Einheit gegen Straubing mit 3:2. Die ersten beiden Sätze waren die Gäste deutlich überlegen. Fans und Trainer blickten skeptisch rein. Doch die Wiesbadenerinnen gaben nicht auf und entschieden die Begegnung denkbar knapp im Tiebreak. Die ersten zwei Sätze waren Straubing wirklich sehr gut eingestellt auf uns. Also die haben gegen alle Angriffskombinationen echt gute Abwehr, gut geblockt. Und dann in den nächsten zwei Sätzen war es bei uns auf der Seite das Gleiche. Es war extrem viel Defense heute von uns und von Straubing. Ich glaube auch für die Zuschauer sehr attraktiv. Und das hat uns einfach den nötigen Push gegeben, sehr gut verteidigt und konnten uns dann auch vorne gut durchsetzen. Ja, wir haben uns also sehr schwer getan, keiner weiß warum. Nach so einem Spiel wie gegen Münster, ja, da hätte man also eigentlich etwas anderes erwartet, aber man steckt da einfach nicht drin. Entscheidend ist aber, dass wir eigentlich nach diesem zweiten Satz, den wir verloren haben, nach der 10-Minuten-Pause, wieder so gut ins Spiel gefunden haben, dass wir die taktischen Umstellungen, die wir vorgenommen haben, dass sie gegriffen haben. Und dann kann man mal wieder sehen, was für eine starke, kämpferische Mannschaft wir haben.